Ja, das war die Plattenkiste und jetzt geht's etwas lauter weiter mit New Metal von Blackborn Phoenix. Die Jungs kommen aus Berlin und die gehen ziemlich ab. Brandaktuell und auch das erste richtige Video von Blackborn Phoenix. Hier ist Waste Me. Ihre erste EP kam im Frühjahr dieses Jahres heraus und trug den vielsagenden Titel Heavy Shit. Der Name ist Programm, heftiger Schiss. Ja. Wir haben, sag ich mal, nur die dicksten Knaller auf die Platte gepackt, deswegen ist sie auch relativ kurz. War kein großes, also experimentelles Zusammenzerwürfnis von Ideen, sondern einfach knallhart ein roter Faden. Und so soll jetzt auch erstmal einschlagen, die Platte. Also immer ordentlich was auf die Mütze geben, vor allem live natürlich die Gäste richtig mitreißen. Wir schreiben Lieder, die einen irgendwie irgendwo mitreißen sollen. So, und daher die Absicht. Ich meine, man sollte selbst ja auch irgendwo mit sein größter Fan sein. Ansonsten ist es irgendwo, sag ich mal, Ziel verfehlt. Ja, wenn man nicht hinter seiner eigenen Musik stehen kann, ist das ja doof. So, und da wir selber ja auch Leute sind, die gerne auch Live-Musik erleben, möchten wir, dass unsere Musik uns genauso berührt wie Musik von Künstlern, wo wir vor der Bühne stehen und uns berieseln lassen. Kennzeichnet für mich, da kommen wir auf diese Sache zurück, mit dem, ich stehe im Publikum und gucke es mir an und genau so schreiben wir die Songs. Oder so denke ich das. New Metal, also nicht jetzt musikalisch, ist für mich das Gefühl irgendwie, ich muss meinen Kopf nicken. Ja, irgendwie, also einfach nur irgendwie geil, irgendwie vielleicht noch ein bisschen Elektro-Sachen, was wir jetzt ja nicht machen. Aber ich meine, ich bin mit Limp Bizkit aufgewachsen. Das war klassischer New Metal damals irgendwie. Ich fand's geil und also so ist mein Einfluss in der Band und so schreiben wir die Songs. Und das ist für mich New Metal. Aber bei Blackburn Phoenix ging es im Jagaloo-Studio auch recht brav und akustisch zu. Also ich habe meine ganzen Fehlkäufe noch. Also von einer Viva Compilation aus dem Jahre, keine Ahnung, 99 oder was. Dann habe ich noch eine, ich glaube, eine Music Instructor CD liegt bei mir auch noch. Und ich glaube, ich habe auch noch, nee, aber ich glaube, Schlümpfe-Hits 1 bis 4, glaube ich, liegt bei mir auch noch irgendwo. Ich bin der Schlumpfen-Cowboy Joe. Also ich glaube, in unserer Zeit, hier wird genickt. Alle, die so Ende der 80er aufgewachsen sind. Und dann, das hat sich so eingebrannt, glaube ich. Irgendwo findet sich immer irgendwie sowas. Die große Videopremiere zu Waste Me findet dann am 23. September im Blackland in Berlin statt. Alles weitere bei uns auf www.jagaloo.tv. Wir machen jetzt eine Pause. Ihr könnt ja die kleine Werbepause dazu nutzen, mich und natürlich Jagaloo auf allen Social Network Seiten, die es gibt, zu adden und zu pushen. Und dann sehen wir uns gleich wieder.